Ich bin Pirat, herzlich willkommen, Kuckuck. Jetzt hätte uns unsere Schwester hier fast besprochen. So, herzlich willkommen zurück bei Jack Talk, die Risen 3. So, wir mit der, mit dem Roboter hier, der aussieht wie eine Figur von Disney. So, dann die Schwester vom Roboter und da der Spinner da, der ihm einfach wirklich nur noch auf den Sack geht, was er ja soll, aber recht sinnfrei. Weil er, wenn er quatscht, sagt er immer dasselbe. Aber ist euch mal aufgefallen, der da und Patty haben recht ähnlichen Geschmack an Hosen. Jo. Aber wenn er der Meinung ist, ja, Patty irgendwie deswegen anzufassen, dann töte ich ihn. Wenn ich in die Dateien rollen, in die Spieldateien gehe und ihn hier rausnehme aus dem Spiel. Scheißegal, der Typ wird dann verschwinden. So, okay. Okay. Jo, wir sind jetzt hier eben hier ein angemalter hier Disney-Pirat. So, wir sollen hier ein paar Sachen auf Killer machen. Was haben wir denn da? So, das alte Wissen, was das denn? Eldik versprach Hilfe bei dem Geisterproblem. Und ein altes Grimoire finden. Ja, mach mal. Jo, dafür muss ich auf. Es soll sich in der Gut. Ach, Mensch. So, das machen wir dann auf Kalador. Das interessiert mich jetzt nicht. Der Reaktor. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Jawohl. So, öffne das große Tor. Die Nervensäge. Was haben wir hier noch? Entweder ich poliere ihm die Fresse und schicke ihn. Ja. So, haben wir nicht mehr. So, Angriff aus dem Meer. Stimmt. Nö, das war ja auch noch. Wer nicht weiß, was es damit auf sich hat, immer schön dranbleiben. So, im Reich der Schatten. Aber hier, Kristallportal an der Krabbenküste. Wir müssten nochmal in die Krabbenküste zurück. Aber ich habe gerade ein Tor in eine andere Welt voller Schatten und Dämonen. Stimmt, muss ich in einen es zu vernichten. Ach so, na gut, das können wir erst machen, wenn. Naja, wenn halt. Crew, der Grill! So, weibliche Reize. Ja, der will ja seine eigene Schwester verhökern. Weia, wisst ihr. Das ist eigentlich der Witz daran. Das Spiel wird uns hier präsentiert, als wäre es für Fünfjährige. Und jetzt kommen die hier mit Zuhälterei hier an, hier jenseits von Gut und Böse. Ehrlich, Alter, das ist deine Schwester, Mann. Patty hat mir, kann mir helfen, Gold zu machen. Ja, du blöder Sack, du. Sie soll wohlhabende Männer bezirzen, um an ihre Besitztümer zu kommen. Ja, genau. So, Freundschaftsdienst. Horas möchte, dass ich bei Magier vor Faruko. Wie gesagt, das machen wir alles noch auf Taranis. Wir kamen auf jede Insel natürlich nochmal zurück. Der Inquisitor. Ah, das ist unser schiffbrüchiger Piraten-Captain aus Teil 1 und Teil 2. Ja, mit dem sind wir ja Inquisitor geworden im ersten Teil. So, ich habe. Ach, Mendoza. Der ist nicht mein Inquisitor. Der ist tot. Ich habe Bones von meinem Traum mit Mendoza erzählt. Dieser hochdekorierte Inquisitor, naja, wird eine ziemlich schwarze Vergangenheit haben. Ja, und den Typen, den haben sie komplett verfehlt. So, Takarigua, was haben. Ja. Wie gesagt, das machen wir nach und nach. So, und wir müssen ja auch gegen die Dämonen kämpfen. Okay, pass auf. Folgender Sachverhalt. Was haben wir jetzt auf Kila? Edles Tafelsilber, das ist ja Quatsch. So, werde Voodoo-Meister. Und Rollverlust. So, auf Taranis soll ich mich mit dem Anführer des kleinen Volkes unterhalten. Ich vermute, ach so, warte, auf Antigua, ach so, auf Kila soll ich mich bei den Piraten umhören. Vielleicht kann mir mein Wissen dort nützlich sein. Ich soll Tenya beweisen, dass ich die hohe Kunst der Voodoo-Übernahme beherrsche. Okay, das machen wir, wenn wir die Inseln wieder bereisen. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das folgendermaßen. So, weil der Witz ist, ich habe meinen Plan gehabt, bis hier an diese Stelle, bis ich hier Pirat bin. So, jetzt bin ich Pirat. So, und wie jetzt weiter? So ging es mir zumindest am Ende der letzten Folge.
Inzwischen habe ich hier Pläne geschmiedet. Wir werden auf Kieler können wir jetzt nicht wirklich viel machen. Außer nochmal mit dem einen Typen hier reden, wer auch immer das hier ist, wegen dem Ding hier. So, und als nächstes würde ich. Ja. Wir sind doch noch nicht ganz fertig mit uns aufzupowern. Es gibt Möglichkeiten, wo wir mit Leichtigkeit hier uns hochpowern können. So, das wären. Warte mal, wir gehen mal auf die Karte. So, machen wir hier Inselkarte, Mensch. Das ist ja ekelhaft. So, hier unten zum Beispiel. Ne, das ist Antigua. Takarigua. Insel der Diebe, die kennen wir noch. So. Insel der Diebe haben wir. Und was ist das hier? Nebelinsel. Das sind die beiden nächsten Ziele. Dort. Das werden wir ausnutzen, um uns noch ein bisschen nach oben zu bringen, ja, was die Power angeht. Damit wir auf den Hauptinseln hier dann, was ist das denn eigentlich? Ach so, hier besser vorankommen mit Schnetzeln und so weiter. Lass uns die Viecher, die Dämonen und alles nicht ganz so auf den Sack gehen. So. Das ist taktisch. Ich dachte, alles, ich habe mir da einen Plan gemacht in meinen Kopf. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, speichern wir mal. Okay, so, mit wem sollte ich jetzt hier quatschen wegen dem Voodoo? Das machen wir noch fix. So. Das war aber nicht unser schießwütiger hier Kamerad, den wir hier auf unser Schiff eingeladen haben, oder? Was ist denn? Ein. Was ist das? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass der Bones und der andere Typ da von der Schalüpper drunter kommen. So. So. Du warst das nicht mit dem Voodoo, oder? Was denkst du über. Was denkst du über Miamiti? Na ja, eine Nacht mit ihr in einem der Wasserfässer könnte ich mir schon vorstellen. Ein Romantiker. Klar, ich weiß doch, wie man mit Frauen umgehen muss. Wir Piraten haben überall eine Braut sitzen. Also ich jetzt weniger, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja. Im Wasserfass. Ja. Was kannst du verkaufen? Wer denkt sich eigentlich so ein Käse aus? Herrlich. So, was haben wir jetzt eigentlich hier einstecken? Fechtschwert, Spinnenstachel? Ich bräuchte mal eine bessere. Warte mal, 60. Geflammte Klinge. 1800 Mark. Nee. Ihr seid doch irre. Nur sehr wichtige. Geflammte Klinge. Ach so, das muss ich erst irgendwie machen, oder? Das sind hier. Kniebrecher 80. 2300, du hast ja wohl eine Macke. Nö, Grabenstechen. Na, nein. Handel zurücksetzen. Ja, danke schön. Seelenfinger, was haben wir hier? 30, 60, mächtige Voodoo-Rituale machen den Knochen unzerbrechlich. Ach nee, das ist kein Schwert, oder? Seelenfinger, was ist das denn? Fähigkeit Schwerter, doch. Das ist ein Schwert? Was hast du noch für mich einstecken? Seelenfänger, wir können das ja mal annehmen. Ich meine, also wir bringen mir was bei. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle. Ja, halt's Maul. Meisterdieb steigern. Nee, nein. Warte, was haben wir jetzt hier eingesammelt von dem? Wir haben ja gespeichert, notfalls laden wir neu. Recht. Oh nein! Pansels Meisterschwert, dieser Name ist furchtbar. Knochenschwert, das hatten wir bisher. Wir haben jetzt so gekauft. Seelenfänger. So, wir gucken uns das mal an. So. Ach so, ich habe das ja nie auf die 1 gelegt. Ach Mensch. So, gucken wir uns jetzt mal an. Was? Ja. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, zeig mal her. Jo, hat was. So, da würde ich aber mal sagen. Haben wir noch irgendwas, was wir kaufen? Ich würde jetzt mal gleich mal diesen ganzen Steinaxt, was ist Stoßklinge. Zepter der Ahnen. Hiebwaffen. Wie bescheuert. 5 Voodoo-Magie. Warte mal. Ich leg mir das mal auf die 1.
Und ich kaufe mir extra was. Hey! Du bist doch schon öfters bei den eingeboren. Ich hab zu tun! Gewesen, oder? Du hast doch bestimmt einen guten Draht zu denen. Wieso? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Wenn du allerdings gut mit ihnen kannst, dann hätte ich einen sehr lohnenswerten Job für dich. Was hältst du von 5000 Goldstücken? Ja. Wo ist der Haken? Kein Haken. Bei dem Geschäft springt eine Menge raus. Und einen Teil davon bekommst du. Also, kommst du jetzt mit den Eingeborenen klar oder nicht? Ich bin quasi einer von ihnen. Ist das so? Interessant. Warte, ich hab hier etwas für dich. Ah, hier hab ich... Oh, wie ich sehe, seid ihr wieder wohlauf und hoffentlich genesen. Ihr müsst wissen, ich war doch etwas besorgt um euren Zustand. Als man euch zu mir brachte, seid ihr in einer denkbar schlechten Verfassung gewesen. Habt ihr was verpasst? Ah! Seid ihr auch endlich da? Was zum Gürger ist mit mir passiert? Nun, nach ein paar Tagen unter meiner Obhut wird sich die Antwort sicher finden. Während dieser Zeit müsst ihr mir jedoch versprechen, abstinent zu bleiben. Der Alkohol würde ansonsten meinen Befund verfälschen. Vergiss es. Ich sehe schon, Undank ist der Weltenlohn. Aber vielleicht mag ich euch dennoch zu Diensten sein. Sagt, was ist das Letzte, an das ihr euch erinnern könnt? Ja. Ich hatte ein Gespräch mit einem der Piraten. Verzeiht, aber da seid ihr wohl ein wenig mit Schuld an der Misere. Ihr bestätigt geradezu meine These. Es ist der Gesundheit unzuträglich, sich zu viel mit diesen Halunken abzugeben. Komm endlich zum Punkt. Wie ungestüm ihr seid. Und? Nun denn, alles, was ich weiß, ist, dass ihr euch nach dem Weg zu den Eingeborenen erkundigt habt. Was ich ausgesprochen seltsam fand, da ich dachte, ihr wärt schon einmal dort gewesen. Ich denke, ihr solltet dort eure Suche fortsetzen. Denkst du, jemand im Piratenlager kann mir bei meinem Gedächtnisproblem weiterhelfen? Nun, wie ich schon sagte, würde ich es bei den Eingeborenen versuchen. Solltet ihr hier dennoch jemanden finden, versprecht euch nicht zu viel davon. Denn ohne falsche Bescheidenheit gebe ich zu bedenken, dass mir die Funktion des Arztes obliegt. Wie kann es sein, dass ich so viel vergessen habe? So etwas kann durch eine Vielzahl Ereignisse hervorgerufen werden. Möglicherweise durch einen starken Schlag auf den Kopf. Ich könnte euch zum Beispiel unser ganzes Gespräch wieder vergessen lassen. Dir will ich helfen. Wie das? Passt auf. Angenommen, wir führen jetzt besagtes Gespräch. Anschließend würde ich zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft ein möglichst ähnliches Gespräch forcieren. Und zwar so ähnlich, dass es euch wie ein Déjà-vu vorkommt. Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass euer Gehirn diese beiden Ereignisse zu einem einzigen Ereignis verbindet. Und wie soll das zu einem Gedächtnisverlust führen? Nun, dazu bedarf es während des zweiten Gespräches eines kräftigen Schlags auf euren Hinterkopf. Ach so. Dieser gewährleistet, dass ihr beide Gespräche vergessen werdet. Das muss ich mal merken. Ihr scheint überfordert. Vermutlich denkt ihr immer noch über die Bedeutung des Wortes Déjà-vu nach. Vergiss, dass ich gefragt habe. Hätte mir denken können, dass ihr an solch wissenschaftlichen Errungenschaften nicht interessiert seid. Kannst du mir etwas beibringen? Ja. Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Ja, Quatsch nicht. Silberzunge. Krämer, was ist das denn? Einfluss. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würde sogar gelingen, Kaufmann seine eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir aber Tränke brauen lernen. Alchemie lernen, Ritualmeister, was ist das denn? Verbessere die Wirkung von Tränken sogar. Nee, ich habe keine. Kann ich mir nicht leisten. So.
Was sollen wir jetzt machen? So, Patty, warum... Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Genau das meine ich. Diese sinnlosen... Jo. Nee. Diese Sinnlosigkeiten von diesen... Was? Was so. Das Erbe angeht. Ich habe dein Erbstück von Flynn erhalten. Ah, endlich. Verkauft. Gib schon her. Moment, nicht so schnell. Erst die Belohnung. Ja, ja, was willst du haben? Gold oder eine ordentliche Ladung rum? Ja, gib mir das Gold, du Pfeife. Gib mir das Gold. Gute Wahl. Hier hast du 300 Goldmünzen. Jo. Hier hast du das Schwertstück. Endlich hab ich es. Ja, was? Abgebrochen. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Was kannst du... Kommt drauf. Messerstecher, Dolche lernen, kritische Treffer steigern. So gut bin ich auch nicht. Warte, Fernkampf 45, 45 ist. Lass uns. Gut. Nein, oh Mensch. Was kommt? Schwätze nicht so dumm rum. List 45, Fernkampf 45. Was haben wir eigentlich? Wir haben. List. Fernkampf haben wir 50. Gut, okay. Das schaffen wir aber nicht auf, Okay. Was kann... Kommt drauf. Ich möchte mehr kritische Treffer landen können. Kein Problem. Deine neue Fertigkeit wird sich sicher als nützlich erweisen. Jo. Das würde ich auch sagen. Kritische Treffer meistern. Brauchen wir beides auf 75. Machen wir. Kriegen wir hin. Jo. Warte, hast du noch Kugeln für mich im Angebot? Was? Nein. Hier, jetzt lass das Ding. Gut. Jo. Kugel, hier. Warte. 100. Aber natürlich. Jo, Handel akzeptieren. Jo. Lass. Gut. Ja, nehmen wir noch welche mit. Kugel. Okay. Ja, jetzt ist aber gut, ich habe kein Geld mehr. Jo, raus hier. Jo, zu wem sollten wir jetzt gehen? Wo ist der Typ? Der Rumheit. Ja. Das warst du doch hier, oder? Nee. Du warst ja bloß hier dieser blöde Messerwerfer. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ, den wir suchen hier, das haben wir jetzt im Quest oder Kontrollverlust. Warte, Kila. Haben wir dazu überhaupt was? Kalador, Angriff aus dem Meerreich. Der Reaktor, Piratenallianz. Erste große Folge. Jetzt habe ich endlich ein großes Schiff. Ich sollte so bald. Machen wir. So. Nee. Wir gehen aber erstmal kurz hier hin. Ist der Typ etwa jetzt hier? So, ich will endlich in See stechen hier. So, und unsere erste Anlaufstelle, wo wir jetzt gleich hinsegeln werden, ist die Insel der Diebe. Wir brauchen Power, wir müssen uns hier hochpowern. Ja, jo. Gut, Jo. Warum bist du hier? Alles, was du wissen musst, habe ich dir erzählt. Ein weiteres Mal werde ich dich nicht in der Kunst des Voodoo unterweisen. Ich bin auf der Suche nach meiner Erinnerung. Also ganz langsam. Ich verstehe kaum ein Wort von dem, was du da sagst. Erzähle Tenya, was dir widerfahren ist. Erzähle Tenya. Alles, was ich weiß, schon so. Alles, was ich weiß, ist, dass ich am Strand war und mich mit einem Piraten unterhalten habe. Und was geschah dann, Gucho? Naja, der Typ hat mich ausgefragt und dann gingen bei mir die Lichter aus. Tschi. Tenya sieht böse Zeichen. Ist dir klar, dass ich dir vor kurzem viele unserer Voodoo-Zutaten überlassen habe? Nicht, dass ich wüsste. Caraca. Dann ist das so, wie ich es mir dachte. Man hat uns beide reingelegt, Gucho.
Man hat uns beide reingelegt? Wie meinst du das? Auf dich wurde Voodoo gewirkt. Böses Voodoo. Du kannst dich an nichts erinnern, weil du kontrolliert wurdest. Was? Sieh, es ist, wie ich es dir sage. Hättest du nicht merken müssen, dass ich kontrolliert wurde? Auch die Macht einer Kiki hat ihre Grenzen, Kutscher. Ach so. Ich hätte die Zeichen deuten sollen und habe es doch nicht getan. Die Hike mögen mir meinen Leichtsinn verzeihen. Warum wurde gerade ich übernommen? Weil wir dir vertrauen, Gucho. Du bist Hoshi der Killer. Kein Fremder außer dir hat Zugang zu unseren Geheimnissen. In den falschen Händen kann Voodoo schlimme Dinge anrichten. Und wie kann ich helfen? Halima ist Tenya immer willkommen. Höre Tenyas Worte. Sag mir, wann du dich auf die Fährte der Schlange begibst. Dann werde ich dir einen Trank geben. In ihm ruht die Macht des Vergessens. Derjenige, der nun im Besitz unserer Geheimnisse ist, muss davon trinken. Komm hier. Ich werde dafür sorgen, dass die Geheimnisse der Killer gewahrt bleiben. Hier ist der Trank, Gucho. Scheue nicht, in dem einzuflößen, der nun um unsere Geheimnisse weiß. Weißt du, wo ich nun nach dem Kerl suchen soll? Der Gucho, der sich für dich ausgegeben hatte, sprach von einer Insel. Auf ihr sollen viele Donnerstöcke sein. Donnerstöcke? Du meinst Flinten? Sie. Hört sich ganz nach der Inquisition an. Und die hat einen Außenposten auf Takarigua. Mögen die Hike deine Schritte begleiten, Hoshi. Gut, okay, Takarigua. Aber wie gesagt, wir werden erstmal von unserem Plan nicht abweichen. Hier, auf die Insel der Diebe erstmal zu gehen. Oder? Nee, ich will, wenn ich auf einer großen Insel bin, da will ich auch gleich so Sachen machen wie Dämonen und sowas. Gut, das schieben wir also erstmal auf. Dann würde ich jetzt sagen, zurück zum Schiff. Ja. So. Speichern. So, Kollege. Steuer. In See stechen. Wir wollen auf die Insel der Diebe. So, endlich. Oh mein Gott, da war ja was. Oh mein Gott, ich muss gerade mal überlegen, wie das war. Ich juck die scheiß Nase schon wieder. Es ist furchtbar bei mir. Das ist warum auch immer. Verfolge das Seemonster und verwunde es mit deinen Breitseiten. Und deiner Bordkanone halte ab. Da drüben! Wo ist es? Ja, hier gibt's auch Seeschlag. Wo ist das Ding? Da. Da ist es. Ich hab's getroffen. Ist es ja. Ja. Was? Jawohl. Oh. Ja, ich muss erstmal ins Gedächtnis wieder rufen, wie das alles war.
Retten wir hier unsere Kreise dabei, ne? Was, wo denn? Da, geradeaus. Da drüben. Ja, ich seh's ja. Na, wo ist es? Ja, das Ding erstmal einzufangen, das ist diese Schwierigkeit dabei. Links, da drüben. Ist ja unten auf der Karte markiert. Ja, bin ja dabei. Oh, den hätten wir erstmal getroffen. Davon ist er. Schieß! Stimmt, wir können ja auch nach vorne schießen. Wo ist er hin? Schieß doch mal! Scheiße! Wir müssen das nachladen. Verdammt nochmal. Ja klar, hat mir angebumst. Na, wo ist er? Na klar, nicht einmal getroffen, weil... Lade schneller nach. Na? Jawohl, ja. Jo, Insel der Diebe. Ja, auf viel können wir... Verdammt, war das ein großer Brocken, was? Seeungeheuer? Hier in der Südsee? In der Tat ist das ungewöhnlich. Sonst sind sie viel weiter im Süden anzutreffen. Ich möchte wetten, sie werden von jemandem dazu getrieben, hier zu wildern. Vom Geisterkapitän Crow? Kann gut sein. Wir sind gut beraten, wenn wir die See im Auge behalten. Mach mal. Das war sicher nicht das letzte Ungeheuer, das uns auflauern wird. Jo. Sag mal, was war das letztens? Was meinst du? Du warst bei mir und hast gefragt, ob ich wüsste, wie man zu den Eingeborenen auf Kila kommt. Wenn das nicht schon seltsam genug wäre. Danach bist du wie von der Spinne gebissen, alleine in die Wildnis gerannt. Zu den Eingeborenen? Ja. Hast gesagt, du hättest dort noch Geschäfte zu erledigen.
Außerdem solle ich den Rumpf putzen und das Deck schrubben. Du hast dich wirklich merkwürdig verhalten. Wie bin ich wieder hierher gekommen? Du kannst dich wirklich an gar nichts mehr erinnern, hä? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist aber auch interessant, mal die Quest. Kenne ich noch nicht. Ist wahrscheinlich wieder so eine Quest, die gildenabhängig ist, weil ich habe ja damals als Wächter gespielt. So. Das also ist die Insel der Diebe. Jo. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Gnomen nicht traue. Aber du traust ihnen nicht. Schon verstanden. Jo. Oh, wir nehmen das. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. So. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. So, wir sind auf der Insel der Diebe hier angekommen. Jo. Damit hoffe ich, das ganze Ding heute hat euch gefallen hier. Warte. Hier stand Speichern. Oh. Insel der Diebe. So. Okay. Na dann. Oh, dann. Hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Vielleicht lasst ihr mir auch ein Abo da. Würde mich freuen. Guckt auch mal die anderen Projekte rein. Tomb Raider, derzeit mit Anniversary. Und natürlich Horizon Zero Dawn, mein neues Lieblingsspiel. Damit Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao.